Seite Philipp Heidbauer und dann sind noch die beiden Technical Engineers drinnen, Andy Chambers und Don Lambert. Und da hört man die Kraft von 2500 PS. Unfassbar. Dieser DC6. Also, gleich einmal zu dieser Geschichte, die Motoren. Das sind Doppelstern-Motoren zu erreichen. Also nur damit man da mal ein bisschen ein Bild davon bekommt, was es bedeutet, so einen Doppelsternmotor überhaupt in Bewegung zu setzen. Darum braucht es ja auch eine gewisse Zeit, wir haben das ja gerade erlebt. Dieser Motor hat 2500 PS. Also mit 10.000 PS ist dieses Teil unterwegs. Und wenn man sich natürlich zurückversetzt auf diese Epoche, Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre, da war das natürlich schon ein besonderes Highlight, mit dieser Maschine über den Atlantik zu fliegen. Also, der Jumbo Jet, meine Damen und Herren, der Flying Bulls, die DC-6, gesteuert von Raimund Riedmann und Philipp Heidbauer. Applaus bitte! Hat schon was von Flugmajestätik. Dieser Sound, es ist unfassbar. Und ich habe mal reinschauen dürfen, also alleine die Innenausstattung, man kann sagen luxuriös. Also ja, da ist wirklich das Feinste. Nicht gespart, geklotzt und nicht gekleckert, aber das ist logisch. Wenn man so viel investiert, auch in den technischen Aufbau der Maschine, dass natürlich dann die Innenausstattung auch passend sein muss, das ist ganz klar. Und von der ganzen Instrumentierung, von der Aviation und allem drum und dran, da ist auftreten wirklich... Auftreten kann ohne Probleme. Wunderschön. Und das soll noch einer sagen, sowas ist Lärmbelästigung. Das ist Musik in den Ohren. So wie ein Schwarm von Harleys klingt das irgendwie. Wie wenn die Hells Angels unterwegs wären. Der Lüfte. Wer darf endlich einmal in den Genuss kommen, da mitzufliegen? Naja, da werden natürlich viele Ideen irgendwo hinzubringen. Und natürlich gibt es auch für Mitarbeiter des Hauses entsprechend einmal die Möglichkeit, hier mit dabei zu sein, am Ende einer Ausbildung, einer Einladung etc. Also das ist natürlich schon etwas für alle, etwas Besonderes, da drinnen zu sitzen und einen Flug mitzuerleben. Und wenn man einmal so einen Salzkammergutflug miterlebt hat, das vergisst man nicht, da braucht man kein einziges Foto zu schießen. DC6. Ja, und einige Minuten noch, und um es gleich anzufügen, während die DC6 hier noch ein paar Manöver zeigt, sind die Fallschirmspringer auf dem Weg nach oben und machen sich natürlich auch die Helikopter bereit für ihr Display. Also da geht's rund. Der Philipp Heidbauer, um das noch zu ergänzen, der jetzt fix bei uns ist bei den Flying Bulls, der war Pilot auf der Saab 105. Luftraumsicherung war da angesagt und er hat eben begonnen mit der Restaurierung der DC-6 seine Karriere auch bei den Flying Bulls. Und da sehen wir jetzt die Cobra mit dem Blacky Schwarz aufsteigen. So, und jetzt habe ich dir gerade gehört, wir haben jetzt noch einen Clip vorbereitet über das Stratus-Projekt mit Felix Baumgartner. Die Flying Bulls starten. Jede Helikopter noch mal nicht zu sehen. Und auch den Anzug da drüben, wo man einfach sieht, wie schwierig es ist, in so einem Anzug, der einen ja sehr einschränkt, auch Fallschirm zu springen. Und vor allem aus großen Höhen, weil es ist sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das sieht man sehr schön, wenn man sich diesen Anzug anschaut. In der Steiermark kaputt werden. Wären, ja, und deswegen ist es verboten. Ja. Wir waren ja in der Wüste von Rausfeld, ich war sehr, sehr hoch oben und deswegen war Überschallfliegen dort kein großes Problem. Vor allem ist mein Überschallknalle um einiges leiser, weil der Körper, der diese Schammer durchbricht, ja, viel, viel kleiner ist. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht größenmäßig ist, nicht der größte bin. Erzeugt diesen Rauch und jetzt wird er sich ein bisschen einnebeln versuchen, aber wenn er natürlich zu viel Wind hat, dann funktioniert das nicht.